Es sind die Bienen, mit denen es beginnt und endet. Die alle Schicksalsschläge, die Jahrtausende überdauern. Norbert Scheuers Roman erzählt von den Zeitläufen, wo das Kleine so bedeutend ist wie das große Ganze. Es geht um Egidius Arimond, Imker, Epileptiker im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Während die Alliierten Luftangriffe fliegen, rettet er Juden vor dem Terror des Naziregimes. Wenn man diese Parallelität sieht zwischen einem Bienenstaat, der auch in gewisser Weise totalitär ist, aber sehr friedlich, und auf der anderen Seite das Nazi-Regime, was totalitär ist und aggressiv. Und es wird am Ende ein absolut anarchischer Zustand, in dem es im Grunde nur noch ums nackte Überleben geht. Norbert Scheuers Roman, ein Kriegstagebuch und zugleich ein Blick zurück ins Mittelalter. Als ein Mönch die Bienen in die abgelegene Region Eifel bringt. In dieser Geschichte hängt alles mit allem zusammen. Menschen, Liebe, Krieg und Natur. Kunstvoll ineinander verwoben. Norbert Scheuer entwirft seinen ureigenen Eifelkosmos. Ich habe nichts anderes. Es käme mir nicht in den Sinn, jetzt plötzlich einen Roman zu schreiben, der in New York spielt. Was bedeutet Herkunft? Welche Rolle spielen unsere Wurzeln? Und was hat der Roman mit dem Autor zu tun? Früher habe ich immer auf solche Fragen geantwortet, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber mittlerweile sage ich, es hat nur mit mir zu tun. Aber auf eine ganz eigentümliche, verrätselte Weise. Norbert Scheuer. Er schafft unaufgeregt im Allerkleinsten ein ganzes Universum.